Tropstar GmbH und Co. KG in Stralsund an der Ostsee hat die Fähre gebaut. Und es ist also Baujahr 2017, wurde im Oktober letzten Jahres hierhin per Schiff überführt. Und die feierliche Einweihung war am 25. November letzten Jahres. Und sie ist die Baunummer 9 der Werft, das heißt das 9. Elektroschiff, was die Werft Formstar gebaut hat. Das ist aber das erste dieser Art, also wo man auch PKWs mit befördern kann. Und somit ist das das erste Schiff dieser Art weltweit, also ein Pilotprojekt. Von Oberbillig nach Wasserbillig. So, hallo. Jetzt können wir aber nicht die schöne Kasse sehen. Ja, dann muss man die kann man ja auch guck, so. Guck mal. Ja, ist das nicht eine tolle Geschichte? So, ja. Und jetzt muss ich erstmal die Kreuze machen. Also die Sankta Maria 1 und die Sankta Maria 2 sind dann am 5. und am 6. hier beim Fest. Und dann gibt es noch ein Weinschiff. Das kommt auch noch. Aus Neumagen-Dhron. Genau. Drei Schiffe hier hin und her zu einem großen? Nein, die alte Fähre, die bleibt, die liegt vor Anker. Ja, und dieses Weinschiff, das macht Rundfahrten. Das ist am Samstag und am Sonntag, den 5. und 6. Mai 2018. Genau. Dankeschön. Bitteschön, eine gute Schönen Fahrt. Schönen Tag. Wir haben vier Elektromotoren, 4x20 kW Leistung und ja, die Länge ist 28 Meter und die Breite 8,90 Meter. 45 Fahrgäste oder 6 PKWs können wir befördern. Was kostet eine Überfahrt? Die Überfahrt mit PKW und Fahrer kostet 2,50 Euro und für eine Einzelperson 70 Cent. Wer finanzierte denn seinerzeit diese Fähre? Die Fähre wird finanziert von der Ortsgemeinde Oberbillig in Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Mertertwasserbillig in Luxemburg. Und was hat sie gekostet? Die hat gekostet jetzt 1.564.000 Euro und wurde aber auch von der EU mit über 600.000 Euro bezuschusst. Wie oft fahren Sie am Tag hin und her? Wir fahren nach Bedarf. In Spitzentagen am Wochenende, samstags oder sonntags, fahren wir bis zu 500 PKWs. Das sind geteilt durch 6? Ja. 80 Fahrten? Ja, theoretisch ja. Ich habe das Gefühl, früher ist die Fähre schneller gefahren mit dem Dieselmotor als jetzt die elektrische. Stimmt das? Ja, aber macht aber nur Sekunden.